oder dass wirklich viele so lange warten und sich trennen und nichts machen und unglücklich sind. Also, dass wir da einfach das schaffen, dieses Thema so zu normalisieren, dass es für jeden so normal wird wie Pornoschauen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wie Pornoschauen. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Falls ihr in eurem Leben schon mal drüber nachgedacht habt, eine Paartherapie zu machen und euch bisher aus welchen Gründen auch immer nicht ganz getraut habt, dann wird es heute für euch besonders spannend. Ich habe mir nämlich für diese Episode Katharina Weschenbach eingeladen und die ist ausgebildete Paartherapeutin und Gründerin der digitalen Plattform Dearest. Und sie hat mir nicht nur erzählt, wann man in einer Beziehung am besten mal einen Coach hinzuzieht, kleiner Spoiler, lieber früher als später, sondern sie gibt auch direkt Hands-on-Tipps, wie man typische Konflikte am besten angehen kann. Ich habe wie immer sehr viel dazugelernt und würde mich freuen, wenn ihr zu dem Thema Feedback habt oder Fragen. Gerne einfach via Instagram oder E-Mail schreiben. Die und auch mehr Informationen zu Dearest findet ihr in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß beim Zuhören. Also Katharina, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir bist und wir ein bisschen über Dearest und über Paartherapie und Beziehungscoaching reden können. Mhm. Vielleicht magst du ja mal ganz kurz dich vorstellen und wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Danke, Pauline. Auch danke für die Einladung. Ja, also genau, ich bin Katharina, bin ausgebildete, zertifizierte Paartherapeutin und auch Gründerin von Dearest. Mittlerweile Co-Founder. Ich habe das Thema als Single-Founder gestartet und jetzt in 2021 zwei weitere Co-Founder dazu gewinnen können und dadurch natürlich auch so die das ganze weitere Zukunftsplanung einfach damit auch besser aufgestellt. Als Single-Founder ist das schon nochmal eine ganz andere Erfahrung. Das freut mich sehr und genau, habe da ganz zwei erfahrene Mitgründer jetzt mit an Bord. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Tatsächlich aus großem Eigeninteresse und durch das Thema, dass ich sehr früh, glaube ich, so auch an das Thema also ich bin selber mit dem Thema in Berührung gekommen, Anfang 20, und habe das dann in meiner damaligen Partnerschaft tatsächlich gemacht und ausprobiert und da meine Erfahrungen gesammelt und es hat mich irgendwie nicht so richtig losgelassen. Also beruflich habe ich eine ganz andere Laufbahn irgendwie genommen, aber dann kam das für mich wieder, wo ich dann doch auch eine längere Zeit Single war und auch mich hinterfragt habe, so ein bisschen so meinem Beziehungsmustern und gefragt habe, okay, sind das eigentlich Partner, die ich brauche oder sind das Partner, die ich will? So, ne? Und sind das eigentlich dann die Partnerschaften? Was ist eigentlich so? Also die großen Fragen, ich glaube, wenn man so 30 wird, würde ich mal fast sagen. Und habe dann mich ein bisschen schlau gemacht, hatte zu dem Zeitpunkt meine damalige Anstellung verlassen und bin dann so in diese eigene Freelancer-Welt eingetaucht, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und eben parallel dazu angefangen, diese paartherapeutische Ausbildung. Und habe mich total irgendwie in dieses Thema verliebt und bin dann eigentlich in 2020 auch durch die Pandemie als Brandbeschleuniger von vielen Beziehungsqualitäten so auf das Thema gestoßen, was wir heute mit Dearest machen und da eben einen besseren Zugang zu Beziehungscoaching nennen wir es, weil Paartherapie dann doch noch sehr stigmatisiert ist, eben einer anderen Zielgruppe zu ermöglichen, die das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das möglich ist. Also dass Paartherapie jetzt nicht was sein muss, was man macht, weil man sich gerade irgendwie trennt oder weil man jetzt irgendwie darüber nachdenkt, sich zu trennen. Also hast du eigentlich die Ausbildung gemacht, gar nicht unbedingt, du wusstest gar nicht unbedingt, ob du dann vielleicht selber als Paartherapeut oder Coach arbeiten willst, sondern eigentlich aus so einer Motivation, so, das fand ich so interessant, ich möchte mehr darüber. Absolut, erfahren. Ja. Also ich habe dann immer schon so gedacht, okay, was kannst du denn mit dieser Ausbildung machen? Ich habe viele Interventionen, die du dort lernst in der Ausbildung, genommen und auch mit in das Coaching integriert, was ich dann eher für B2B-Kunden gemacht habe, also da Organisationsentwicklung gemacht habe mit meinem mit der Agentur, die ich in dem Zeitraum aufgebaut habe, vor jetzt dieser Gründung mit Dearest und habe gemerkt, dass innerhalb von Unternehmen so viele Beziehungen sich abspielen und das nicht nur auf einer Liebesbeziehungsebene, aber schon aus einem Geflecht von Beziehungen entstehen ja Organisationen und die Dynamiken finde ich hochspannend und habe da eben auch Gründer gecoacht, auch Gründerteams
und da eben auch paartherapeutische Interventionen eben gut nutzen können und habe das dann einfach, fand das hochspannend, wie man das einnutzen kann im Alltag und nicht nur jetzt in der, im Privaten. Genau, und natürlich war so immer die Vision im Kopf, ah, so ein schönes Büro und dann hast du so zwei Stühle und dann kommt irgendwie das Paar oder die Einzelperson, die vielleicht startet mit dem Thema. Und das konnte ich mir schon gut vorstellen, das kann ich mir auch immer noch vorstellen, um ganz ehrlich zu sein, so vielleicht, weiß nicht, in 20 Jahren oder so. Aber genau, jetzt, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz erklären, was Dearest denn, die Idee hinter Dearest und was man sich darunter vorstellen kann, weil es ja eben nicht das Büro ist, wo jemand live kommt, sondern sich ja alles online abspielt. Absolut, genau. Ich habe es ja eben schon kurz angerissen. Wir sind ein digitaler Beziehungs-Companion, so würde ich das jetzt mal beschreiben, wenn man das in einem, sag ich mal, Pitch formulieren würde. Und was kann man sich darunter vorstellen? Wir bieten digitalen Zugang zu Beziehungscoaching und das bedeutet, du musst jetzt nicht in eine Praxis fahren, sondern kannst eben online deine Termine direkt mit dem Coach buchen, ohne lange Wartezeiten und und kannst dann direkt die Session online eben von jedem Ort der Welt mit diesem Beziehungscoach abhalten. Und das ist eben, und das ist auch das, wo wir uns jetzt unterscheiden zu dem Angebot, wenn man so ein bisschen in den Markt guckt, dass wir glauben, dass Beziehungscoaching, Paartherapie muss nicht als Paar stattfinden. Es kann auch gut sein für jemanden, der Single ist und sich eben über seine alten Beziehungsmuster educaten möchte, also einfach weiterentwickeln möchte und dann sagt, okay, ich habe da eigentlich noch was ich irgendwie aufarbeiten möchte. Ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass alle unsere Beziehungscoaches, so wie wir sie hier nennen, eine Grundausbildung haben, entweder als systemischer Berater und ein Studium zur Psychologie oder eben Psychotherapeuten sind und dann eben noch eine paartherapeutische Ausbildung gemacht haben. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich auch fragen, so welche Art von Therapeut man da erwartet. Aber noch was anderes, da will ich kurz drauf zurückkommen, weil ich das natürlich auch gleich bei euch gesehen habe und gelesen habe, dass man gar nicht unbedingt, dass ihr gar nicht nur Paare ansprecht und man nicht nur als Paar kommt, sondern eben auch als Single. Und eigentlich auf den ersten Blick ist ja nicht intuitiv, als Single zu sagen, jetzt gehe ich mal zur Paartherapie, mal gucken, was ich da lerne. Also was ist da so, was ist da so der Anreiz oder wieso macht man das als Single? Wir sind schon mit dem klassischen Gedanken gestartet, so Paartherapie ist natürlich für Paare. Und dann waren wir so überrascht darüber, dass wir wirklich dann auf Anfragen, also das Anfragen von Kunden oder Usern kamen, hey, kann ich das eigentlich auch alleine machen? Ich bin irgendwie gerade in einer Beziehung und habe aber meine Fragen und würde das gerne alleine anfangen. Und aber auch wirklich Singles, die sagten, ich habe hier Themen und ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen soll. So, welche Art von Coaching hilft mir? Und da haben wir uns das näher angeschaut und es einfach angeboten und es wird halt gut angenommen. Also von daher, wir haben uns so ein bisschen, sag ich mal, den Bedürfnissen des Marktes da auch geöffnet. Ja. Aber was wäre dann der Unterschied zu einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, regulären Therapie? Also wenn ich Thema XY habe, dann wäre ja wahrscheinlich der erste Weg, gehe zum regulären Therapeuten. Mhm. Was würdest du sagen, wo sagst du, nee, da macht es total Sinn, eben so einen Beziehungscoach wirklich in Anspruch zu nehmen, obwohl ich vielleicht gerade gar nicht in einer Beziehung bin? Gerade das Thema im Beziehungsmuster und Bindungsverhalten, natürlich ist das auch ein Thema, was du mit deinem Psychotherapeuten oder Psychologen in einer therapeutischen Sitzung besprechen kannst. Nun würde ich mal sagen, hat nicht jeder Psychotherapeut oder Psychologe da ein Interesse dran an dem Thema und hat vielleicht eine andere Ausrichtung. Und ich glaube, dass wenn du Paartherapie suchst, dann wirst du auch da jemanden treffen oder antreffen, zumindest bei uns, der eben in diesem Bereich einen Schwerpunkt legt und auch da als Single gut unterstützen kann und beraten kann. Was uns, und ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, was du jetzt anfragtest, ne, warum gehe ich nicht dann gleich in Therapie? Wir grenzen uns da ganz stark von Therapie ab. Wir bieten keine Therapie in dem Form, sondern eine präventive Lösung. Mhm. Das heißt, wir glauben eben auch, dass es nicht ein Krankheitsbild ist, sondern dass es etwas ist, wo du frühzeitig ansetzen kannst und auch ganz intuitiv alleine viel weiterentwickeln kannst, bevor du überhaupt dahin kommst, wo das klassische oder die klassische Paartherapie ja dann eigentlich irgendwie
angreift, würde ich mal sagen, wenn es dann eigentlich schon fast zu spät ist. Also wir glauben eher an den Ansatz, präventiv vorher an den Themen zu arbeiten. Ist das dann eigentlich auch so ein bisschen der Unterschied? Also ich stelle mir jetzt vor, jemand ist so ohnehin schon in regulärer Therapie. Was wäre dann der Punkt zu sagen, so zusätzlich nehme ich mir das? Ist das dann wirklich eigentlich eher so, ja, wie so ein Sporttraining, was mich sozusagen fit hält in meiner Beziehungsgesundheit? Ja. Kann ich das so sehen? Super formuliert. Ich hätte es nicht besser sagen können. Parallel zu dem Angebot, was wir ja heute mit dem Paar-Coaching oder mit dem Beziehungscoaching anbieten, das Single-Coaching, Single-Relationship-Coaching, wird es eine App geben, die genau das mit dir macht. Also, dass du deine Beziehungsfähigkeit üben kannst und ausbilden kannst und dich weiterentwickeln kannst. Und da sitzen wir jetzt gerade mit Learning-Designern und Psychologen zusammen, um genau so einen digitalen Beziehungskompanion zu entwickeln, der das eben kann. Das heißt, du wirst dann später nicht nur deine Fitness irgendwie abbilden oder deine Gewichtsreduktion irgendwie erreichen, sondern wir glauben eben ganz stark auch daran, dass man solche Fähigkeiten lernen kann über einen digitalen Weg und auch da einfach eine größere Masse erreicht als das, was du heute schaffst, wenn du sagst, 1-zu-1-Coaching. Mhm. Das ist im Endeffekt halt auch nicht die große Vision von uns. Wir wollen Beziehungsqualität verbessern und wir starten heute mit dem Thema Liebesbeziehung. Und das ist, glaube ich, so auf dieser, wenn du es dir überlegst, wie viel schaffst du als Beziehungscoach im 1-zu-1 mit jemandem. Das ist so in einer Session, sagt man, 30%, diese Aha-Momente, die du da kreierst. Aber worauf es eigentlich ankommt, sind die 70%, die jetzt so im Alltag, ne, stattfinden. Und wer ist da an deiner Seite? Mhm. Meistens der Coach nicht. Also in seltensten Fällen hast du einen direkten Zugang danach noch zu deinem Therapeuten oder Beziehungscoach. Und den wollen wir eben sicherstellen über das digitale Produkt. Und wie kann ich mir das typischerweise vorstellen? Ist es wirklich so, dass ich eigentlich eher nur eine Session buche und dann war es das? Oder ist es eher eine wiederkehrende? Ja, es kommt wirklich darauf an, mit welchem Anliegen du kommst. Eines unserer USPs, glauben wir, was wir eben auch jetzt schon sehen, ist dieses Pre-Matching, was wir machen in dem Erstgespräch. Also das Erstgespräch findet immer statt 30 Minuten vor einer Session, die jetzt dann gebucht wird. Und dort sprichst du mit einer Psychologin oder Psychologin über dein Thema. Und dann wird dort auch eben zusammen festgestellt, was ist eigentlich das Anliegen. Hast du sexualtherapeutische Fragen? Wir haben eben auch Sexualtherapeuten mit an Bord. Oder ist es doch eher ein systemischer Berater, der dir helfen kann? Oder ja, hast du da vielleicht ein klassisches, ein paartherapeutisches Thema? Jetzt ist ja so, also ich glaube, deswegen wollt ihr auch gerne es eher Beziehungscoaching nennen als Paartherapie. Ich kann mir nur vorstellen, warum, weil ja bei voll vielen Paartherapie ist im Kopf ja schon mit so vielen Dingen assoziiert und die sind absolut. Eigentlich kein davon ist positiv, sondern es ist immer so eine absolute, so der letzte Strohhalm, an den man sich klammert, wenn eigentlich schon alles vorbei ist. Man denkt irgendwie an eine Ehe, die schon 40 Jahre im Argen liegt und dann ist das allerletzte. Das ist halt so Paartherapie. Ja, absolut. Das hat ja irgendwie dieses komische Image. Also meine eine Frage ist, warum denkst du, ist das so? Warum hat sich das so entwickelt? Mhm. Und wie seht ihr das anders? Ich meine, du hast ein bisschen schon gesagt mit der Prävention. Das Witzige ist, so wie du das beschreibst, ist das wahrscheinlich auch wirklich so das, was in der Gesellschaft darüber gedacht wird. Jetzt ich habe einen ganz anderen Blick drauf. Du bist wahrscheinlich betriebsblind. Ich bin absolut betriebsblind. Für mich ist das irgendwie so, ach, das ist doch das Normalste von der Welt. Mhm. Also auch das ganze Thema so, bei uns wird keiner seziert. Das bedeutet, ich glaube, so diese erste Hürde erstmal zusammen oder alleine sich zu entscheiden, über seine Beziehung zu sprechen und über das Thema, was dich da umtreibt, kann das irgendwie sein, dass man vielleicht immer wieder Beziehungsabbrüche hat nach 5 Monaten, 8 Monaten, ja, als Single und man merkt, okay, irgendwie ist es immer das gleiche Muster. Also es geht viel über Mustererkennung, warum eben dann auch, glaube ich, der erste Schritt getan wird, darüber nachzudenken, ich hole mir Hilfe. Ich glaube dann schon, dass Menschen irgendwann diese Reflexionshöhe erreichen und sagen, irgendwas ist hier nicht
es läuft hier nicht so, wie ich mir das wünsche und ich bin unzufrieden und ich bin unglücklich. Und so ist es ja auch in der Beziehung. Und ich glaube, bei Paaren ist es tatsächlich immer so noch ein gemeinsames Verstecken des Problems, weil man eben irgendwie sagt so, es ist wie auf einer Party, wo du auch nicht deinen Freund oder Partner oder Partnerin bloßstellen würdest und sagst, pack jetzt mal hier die großen Themen auf den Tisch. Im seltensten Fall ist passiert das ja. Und wenn es passiert, dann ist das wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, wo man sagt, ich glaube, wir müssen mal reden. Mhm. Also ja, es wird oft totgeschwiegen. Und das ist auch ein Symptom, wo man ansetzen kann, eben auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal los und holen uns eine externe Unterstützung, die diesen Prozess treibt, dass wir mal anfangen zu sprechen. Weil das ist es einmal oft. Einfach jemand, der zuhört oder so als Mediator Richtig. Dabei sitzt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, warum es so stigmatisiert ist, erstmal sich diesen Mut als Paar oder aber auch als Einzelperson zu nehmen, zu sagen, ich habe hier in meiner Liebesfähigkeit, in meinem Lebensthemen, ruckelt. Und das hat so einen großen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit, auf unser Wohlbefinden. Du weißt es selber, du kannst es dir vorstellen, du hast vielleicht mal einen Streit mit deinem Partner, Partnerin. Und dann magst du morgens vielleicht auch gar nicht irgendwie richtig glücklich zur Arbeit gehen. Also auch ein Empfinden, was ich schon gehabt habe. Mhm. Und da jemanden zu haben, wo man jetzt nicht direkt irgendwie eine Stunde Session buchen muss, sondern eher so kleine Micro-Coachings bekommt, das ist das, wo wir eben den Mehrwert sehen, eben des Produktes von Dios, das wir gerade entwickeln. Und nochmal zurück, warum Paartherapie, glaube ich, immer noch dieses Stigma hat, ist, weil es eben gesellschaftlich einfach nicht enttabuisiert ist, darüber zu sprechen, zu sagen, es ist völlig in Ordnung so, dass man eben auch seine Themen hat in der Partnerschaft. Und dieses romantische Bild, was uns gezeichnet wird in Filmen, in diesem Leistungsabbild der Gesellschaft, wir müssen funktionieren. Jetzt ja noch jeder mehr in diesem, Ebene. Jeder vergleicht sich, jeder zeigt Richtig. Ja nur die schönen Seiten. Ja, auch gerade in Social Media und so weiter. Das treibt ja noch uns viel mehr dahin zu sagen, also auch dieses Wort toxische Beziehung, das ist ja fast schon so ein Modewort geworden, wo man sagt, was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Jeder verwendet das, glaube ich, irgendwie so sehr inflatär. So. Ja. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen, so was ist wirklich am Ende toxisch. Und wir sind da, um es zu enttabuisieren, das ist unsere Mission, einen ganz großen Wohlfühlfaktor in seinem Leben mit sich bringt, um rein mit sich selbst zu sein, um dann eben auch gute Beziehungen mit anderen führen zu können. Und das lernst du am Ende in Paartherapie. Und das ist auch meine Aufgabe als Paartherapeutin, diesen Prozess zu halten. Und es ist nicht meine Aufgabe, eine Beziehung zu retten oder die Lösung mitzubringen, sondern das Paar oder die Einzelperson trägt es eh in sich. Und ich glaube, das ist ja auch so die Grundessenz von jeder Therapie. Also das wäre nämlich auch mal eine Frage, was man so erwarten kann. Also erstmal, ich finde, es macht total Sinn. Und genau, ich habe dir das jetzt gerade so gesagt, wie das oft, glaube ich, in der Gesellschaft immer noch so in den Köpfen sitzt. Trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, also das ist jetzt persönlich, aber ich war jetzt noch nie bei einer Paartherapie, trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, finde ich, macht es noch mehr Sinn, also oder ist noch intuitiver, zuerst das zu machen, weil es einfach, es ist ja ganz normal, es sind zwei komplexe Menschen, die aufeinandertreffen und sehr eng plötzlich miteinander sind, plötzlich das Leben miteinander teilen. Es kommen immer kleine oder große Konflikte früher oder später auf. Und wie schön, dass man dann von einer dritten Person so eine kleine Hilfestellung bekommt oder irgendwie Tools lernt, damit umzugehen. Also. Ja, also wir sehen das auch unterschiedlich immer noch nach wie vor, dass Männer ein bisschen anders mit dem Thema umgehen als Frauen. Mhm. Inwiefern? Ja, in dem Fall doch dann, dass Männer sich höchstwahrscheinlich eher weniger ihren Freunden auf dem Thema anvertrauen. Ja. Und ja, da könnten wir jetzt einen riesen Punkt starten, warum das so ist. Da hat dann der ein oder andere sicher vielleicht auch so eine Vorprägung, eine gesellschaftliche Vorprägung mitbekommen. Das heißt also, Männer müssen stark sein. Das ist auch mal dieses Bild oder dieses, was muss ein Mann heute eigentlich sein? Und ich glaube, dass wir da eben auch, und das sehen wir auch tatsächlich im Outreach jetzt in unserer Nutzerverhalten und auch in dem Kundenabbild, dass wir sehr viele Männer haben, die über das Thema reden wollen, weil sie sonst niemanden haben. Und wie schön doch einfach den Gedanken weiterzudenken,
Zu sagen, wir können auch mit solchen Angeboten nicht nur Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen aufbauen, sondern wir können auch wirklich einen gesellschaftlichen positiven Einfluss gewinnen, dass Menschen mehr dazu befähigt werden, über ihr Wohlbefinden, über ihre Gefühle, über ihre Emotionen, über ihr Beziehungsverhalten zu sprechen. Ne? Und im Bestfall vielleicht dann ja sogar ins Umfeld mittragen. Also vielleicht unterhält er sich ja dann mit seinem besten Freund und ja, gut, schlecht für euch, weil der kommt dann nicht mehr. Aber das ist ja auch Coaching. Also im besten Fall, ja. Und das wäre natürlich jetzt, jeder Investor würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, das könnt ihr doch nicht als Business Case modellieren. Aber im besten Fall, ein richtig guter Coach oder Therapeut ist am Ende, also macht sich am selbst am Ende, also, oder der Coachee wird zum Coach, meinst du? Nee, also am Ende des Tages eher so, dass du, wenn du ein richtig guter Coach bist und ein richtig guter Paartherapeut, dann wünschst du dir ja schon, dass das am Ende irgendwie einen Erfolg hat, in welche Richtung auch jetzt. Ob das Paar sagt, wir passen tatsächlich nicht und unsere Vorstellung, was wir uns wünschen, was wir brauchen. Und das trennt sich und macht diese Trennungsbegleitung. Oder man sagt halt, hey, wir finden auf dem Weg zusammen oder eben als Single, ich habe erkannt, was meine Themen sind und ich probiere das eben in einer neuen Partnerschaft aus. Und vielleicht komme ich dann auch mit dem Partner zusammen, um das weiter zu festigen, um zu üben. Und das muss ja eben nicht immer nur in 1-zu-1-Sessions sein. Damit wollen wir ja auch mit dem digitalen Produkt unterstützen, dass du das gar nicht brauchst, so diese Stunde zusammensitzen. Mhm. Auch Coaching verändert sich. Und am Ende geht es darum, dass ein guter Coach sich, wie fehlt das Wort, sich selbst obsolet macht. Ja. Also das ist es am Ende. Dass du da deine Tools lernst, deine Themen aufarbeiten kannst. Aber natürlich hast du in jeder Beziehung solche Phasen und du durchläufst auch bestimmte Phasen. Und ich glaube, jeder kennt so ein bisschen diese Anfangsphase, wenn man mit jemandem zusammenkommt, die sehr aufregend, sehr fast irgendwie so man Welt anhalten und nur irgendwie den Moment genießen und sich anfühlt. Und dann natürlich irritiert ist, wenn dann hier und da mal Dinge entstehen, kleine Auseinandersetzungen oder Diskussionen, wo dann vielleicht auch ein, sag ich mal, sehr ambivalenter Bindungstyp oder ein verängstigter Bindungstyp, eben auch von Vorerfahrung, vielleicht auch da schon in Strauchern gerät und sagt, oh, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist das hier alles in Ordnung? Also da kann schon der kleinste Konflikt eine innere Unruhe stiften und sich vielleicht auch irgendwie in eine negative Spirale irgendwie entwickeln, wo dann jemand sagt, okay, irgendwie, was ist hier eigentlich passiert? So, das hätte ich nicht gemusst, wenn ich mehr gewusst hätte, was bei mir eigentlich mit mir passiert. Du hast gerade was erwähnt, da würde ich gerne nachfragen, was es ist, und zwar Trennungsbegleitung. Mhm. Heißt es, es ist dann, oder jemand oder ein Paar ist gekommen, eigentlich noch mit der Hoffnung, wir können was kitten. Mhm. Dann stellt sich raus, irgendwie ist es vielleicht für uns beide besser, wir trennen uns. Und dann wird das trotzdem noch sozusagen begleitet, um es irgendwie friedlicher zu gestalten? Oder ja, wie? Absolut, genau. Also es gibt da ganz oft dass den Wunsch zu Beginn, dann, also sagen wir mal bei dem, warum heute noch so viele Paare kommen, ist halt eben der Grund, dass man sagt, so sind wir eigentlich noch hier richtig zusammen? Also wollen wir eigentlich das Richtige? Und das kann ein Auslöser sein wie ein ständiger Konflikt, ein ständiges Streitthema oder vielleicht auch eine externe Partnerschaft, der Auslöser gewesen sein, dass jemand, also eine Fremdbeziehung, dass jemand oder ein Paar sagt, wir müssen jetzt mal reden, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann beide doch da sitzen am Anfang und dann ist eigentlich so die erste Frage, die man stellt, seid ihr beide hier aus dem gleichen Grund? Also was ist denn der Grund, warum seid ihr hier? So, wollt ihr zusammenbleiben und oder geht es um Trennung? Wie invested sind beide? Weil du kannst als Paartherapeut im besten Fall mit beiden auf ein positives Ziel zuarbeiten, wenn dann doch die Zielstellung gleich ist. Wenn du irgendwie merkst, okay, der eine ist eigentlich schon am einem ganz anderen Punkt und der andere wünscht sich noch und hängt drin fest, dann muss auch das besprochen werden. Und diesen Raum dazu geben, dass sich vielleicht auch der Partner, der schon einen anderen Schritt gegangen ist im Kopf, sich da irgendwie auch mit zu unterstützen, dass der das verbalisieren kann und darf. Und dass das ein verletzlicher, also ein Raum ist, wo man sich verletzlich zeigen kann und vielleicht auch Unterstützung erfährt, dieses emotionale Vokabular zu erhalten. Das ist ja oftmals auch, man kann das gar nicht in Worte fassen, was da mit einem passiert. Aber auch den anderen, die andere Seite, die vielleicht irgendwie dann doch was ich anderes gewünscht hätte, mit dazu begleiten. Und auch ganz oft passiert dann eine Dynamik,
dass du auch merkst, du müsstest mal Einzelsessions mit den beiden Personen machen. Manchmal werden sogar die dritte Person mit eingeladen, die Fremdbeziehung. Also gibt es die wildesten und interessantesten Konstellationen. Das wäre jetzt ein Thema, oder du hast ja gerade gesagt, so, es wird ja erstmal gefragt, so, warum seid ihr überhaupt gekommen? Gibt es so ganz typische oder Themen, warum Leute am häufigsten kommen? Ja, also ich glaube, so identifiziert auch heute in unserem Angebot, ist ganz oft der Punkt eben Konflikte und Streit. Das ist zu viel Streit einfach. Zu viel Streit, zu viel Konflikt. Und in dem Maße, dass man halt sagt, so, das sind halt immer die wiederkehrenden Dinge. Und das können auch wirklich so Nonsens-Streit sein, für uns Nonsens-Streit. Die oft nie Nonsens sind, sondern genau, irgendwo die einen tieferen sind, ja. Grund haben. Wie jetzt zum Beispiel, dass der eine sich aufregt, dass da immer die Socken rumliegen. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Und dann gibt es der zweite Punkt, ist Sexualität, Intimität. Da ist es dann auch oft, tut es dann am meisten weh. So beim Streiten, da kann man sich dann immer wieder versöhnen und dann kann man wieder noch eine Woche und noch einen Monat. Aber so, wenn irgendwann der Sex ausbleibt oder die Intimität ausbleibt, das ist ja ein menschliches Bedürfnis, die Nähe und die Verbundenheit mit meinem Partner, Partnerin zu spüren. Und wenn die abbricht, das ist so für die meisten dann das Signal, okay, jetzt irgendwas läuft hier nicht richtig gut und wir müssten mal reden oder was ändern. Und ein dritter Punkt ist tatsächlich oft, jetzt wenn man nochmal auf den Single schaut und jetzt nicht nur auf den Paar, warum wir dann Beziehungscoaching machen für Singles, ist wirklich diese Frage nach, ich kriege Angst in der Beziehung, in der ich bin und breche ab. Also wie gehe ich eigentlich mit dieser Angst um, verlassen zu werden? Weil das habe ich ja schon Single. Ganz oft. Also ja. Oder ach so, der kommt als Einzelperson. Genau, kommt als Einzelperson und da eben die Frage nach, ich spüre immer wieder, wenn ich neue Partnerschaften starte, dieses Gefühl von Angst, ich breche ab, eine Beziehung. Also Abbruchthemen. Und das ist tatsächlich eine große Fragestellung bei Singles, die kommen, weil dann natürlich die ganzen Symptome wie ich bin alleine, finde ich noch den richtigen Partner, wer ist mein richtiger Partner, wie fühlt sich eigentlich Liebe an, was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe, solche Fragen. Natürlich will ich gerne mit dir nochmal auf Sexualität zu sprechen kommen, weil natürlich das ist ja, oder deswegen sind wir ja auch zusammen hier, nicht nur weil unsere beiden Themen ähnlich tabuisiert sind in der Gesellschaft, auf ganz andere Weise, aber beide ein starkes Tabu. Aber weil natürlich auch so Kommunikation erlernen und diese Konflikte in der Partnerschaft, damit setzt man sich ja auch total viel auseinander. Mhm. Und deswegen würde ich da dich auch nochmal gerne fragen, so, ist es dann wirklich oft das, was ich eben vermuten würde, dass es die Kommunikation ist, weil es so ein sensibles Thema ist, weil man sich ja selten so angreifbar macht oder so Angst hat vor Zurückweisung? Oder ist es so ganz plump gesagt, so einer hat immer Lust, der andere nicht? Gibt es da was, was so am häufigsten ist? Ja, auch da gibt es ja die wildesten, sag ich mal, Schwarz-Weiß-Beispiele, so der Mann will immer, die Frau nie. Auch da wieder, da findest du alles. Also es gibt wirklich nicht nur das eine oder das andere. Also ich glaube, die großen Fragen sind wirklich dann in dem Prozess oft, dass man feststellt, beide sind gar nicht sich bewusst, was sie eigentlich wollen. Also wenn du fragst nach Kommunikation, dann geht es erstmal darum, diese Selbsterfahrung zu machen. Und das ist auch das Schöne bei euch, habe ich den Eindruck, dass ihr da auch einen Raum gebt, mit dem Produkt eine eigene Erfahrung zu sammeln und seine eigene Sexualität. Ich kann das Produkt ja auch für mich alleine nutzen. Und das ist es am Ende, was du auch da versuchst herzustellen, auf diesem Thema, ob du es jetzt irgendwie über digitalen Content lernst oder in so einer Session mit einem Paartherapeuten oder mit einem Beziehungscoach, geht es erstmal ganz viel darum, sich selbst kennenzulernen und erstmal zu verstehen, was will ich eigentlich? Und diese Selbsterkenntnis führt einen dann ganz oft auch dahin, das zu verbalisieren und das zu können und dem anderen auch abzuholen. Ganz oft ist es wirklich so, dass Paare nicht darüber sprechen oder aber auch Singles nicht gut darin sind, zu sagen, was sie sich wünschen, weil da doch vielleicht die Hemmschwelle ist, das selbst anzugehen, das Thema.
Genau, das ist ja unsere Vermutung, eben ohne, dass wir den therapeutischen Background hätten oder die Expertise, aber wir einfach diese These haben, so viele Leute trauen sich eben nicht oder sich erstmal selber einzugestehen oder selber irgendwie herauszufinden, was ihnen Spaß macht, was ihre Vorlieben sind und dann im zweiten Schritt mit dem Partner oder Partnerin zu kommunizieren. Deswegen sagen wir auch, genau, unser Produkt ist erstmal wahrscheinlich primär alleine, aber für ganz viele Paare auch richtig toll, weil das so einen Rahmen schafft und man guckt zusammen einen Film und das ist dann so ein... Man kann sich austauschen darüber. Und dann ist es gleich so nicht einfach aus dem Nichts heraus. Richtig, sondern man spricht beim über Abendessen. Etwas, ne? Du, was ich ansprechen wollte. Ich wollte immer schon mal das und das ausprobieren. Das ist ja eine viel größere Hemmschwelle, als zu sagen, ach, man guckt das sowieso zusammen und ist dann so, ach, guck mal, sag mal, und wie du das machen oder hättest du nicht mal darauf Lust? Oder das habe ich ja noch nie gesehen, gut. Das ist ja spannend. Oder so, wie guckst denn du da drauf? Ja. Würdest du sagen, das ist so ein Tool oder anders gefragt, kannst du vielleicht auch unseren so ZuhörerInnen ein paar Tipps geben, weil ich glaube, das ist wirklich das ganz große Problem bei vielen. Wie traue ich mich, meine Bedürfnisse zu äußern, meine Vorlieben, darüber zu sprechen, überhaupt über Sex zu sprechen? Fällt laut vielen Leuten so schwer. Gibt es da irgendwas, was man so raten kann? Es gibt auch, es gibt die Möglichkeit zu sagen, visuelle Arbeit, richtig am Video. Und dann würde man wahrscheinlich wirklich ein Porno auch zum Porno referieren oder sagen, schaut euch mal zusammen was an. Weil da könnt ihr auch erleben, so wie reagiert Hanne da drauf? Mag der das oder mag der das nicht? Alleine schon eine Reaktion vom Partner zu sehen, gibt dir auch die Möglichkeit, drauf einzusteigen. Und zu sagen, oh, guck mal, der ist jetzt vielleicht irgendwie, fandest du doch ganz gut, dann kann ich ja doch meinen Gedanken weiterspielen mit ihm oder ihr. Und auf der anderen Seite gibt es auch gestalttherapeutische Interventionen, die du machen kannst. Das heißt, du kannst zusammen zeichnen lassen Dinge, die dich interessieren. Also wir machen auch in solchen 1:1 Sitzungen kannst du das eben auch machen, dass du ein Blatt Papier nimmst und einen Stift und sagst, zeichne doch mal irgendwie, was du dir vorstellst und wo du dir wünschst, berührt zu werden. Also so ein bisschen weg von der Sprache, also andere Tools zu nutzen. Wenn man nicht zeichnen kann, so wie ich, würde man nicht zeichnen. Wenn man nicht zeichnen kann, würde man vielleicht dann das Bild erklären am Ende. Ne? Und dann kommt man wieder dazu. Aber erstmal so diesen Prozess, es geht ganz viel um Reflexion. Bei der Selbsterfahrung. Das heißt, so dieses ABC des sich kennenlernens. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, die man stellen würde. Also gibt es Momente beispielsweise, in denen du erlebst, dass du über Sex nachdenkst im Alltag? Und das könnte ja auch sein, dass du irgendwie beim Spülen stehst und irgendwie den Wasserhahn anmachst und anfängst, irgendwie was abzuspülen. Und gerade dieser sehr, sag ich mal, innige Moment irgendwie mit Wasser und erinnert dich vielleicht an irgendwas, was du irgendwie schon gerne mal ausprobieren würdest, irgendwie unter der Dusche. I don't know. Aber das ist irgendwie spannend, doch diese, sich selbst erstmal zu reflektieren und zu merken, okay, was sind eigentlich so Momente, wo driften meine Gedanken ab? Was sind so Trigger, die mich irgendwie sexuell reizen? Und da kannst du ja auch irgendwie einen einfachen Einstieg schaffen, so mit deinem Partner. Wenn man da so schafft, irgendwie Metaphern zu finden, die das dann beschreiben und dem anderen auch die Möglichkeit geben, das sich erstmal anzuhören, wie so eine Geschichte. Also wir arbeiten da viel über Geschichten, denke ich, also auch mit dem Alltag, ja. Und ist es dann auch so, dass dann in der Session selber darüber gesprochen wird oder dass eher so Hausaufgaben aufgegeben werden und dann macht es mal privat zu zweit? Ganz interessante Intervention ist es so diese Überspitzen, also eine Überspitzung von einer Situation und das kann man mal machen, wenn man merkt irgendwie, das Paar ist bereit dafür, würde ich sagen, könnte man eine Hausaufgabe mitgeben, wie zum Beispiel, ihr habt diese Woche richtig viel Sex. Und alleine so sich dann, also alleine so zu merken, wie dann doch dann beide erstmal so, okay Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Aber dass es umkehrt, dieses, okay, wir müssen, also vorher war es so ein riesen Tabuthema, überhaupt darüber zu sprechen und es war so ein riesen Problem. Und jetzt haben wir das Go, die Erlaubnis, dass wir viel Sex haben dürfen, das gibt doch dann nochmal irgendwie so ein, dreht es und überspitzt es das Problem so stark, dass viele wiederkommen und berichten, dass es am Ende gar nicht so schlimm war. Oder dass sie vielleicht auch so zusammen ja dann darüber auch so fast ein bisschen so schmunzeln können, so, aber unsere Therapeutin hat doch gesagt. Genau. Ja.
oder? Absolut, ja. Absolut. Wir haben auf jeden Fall so was Gemeinsames dann, ne? Ja. Wo du dran, ja, einfach genau, wo du auch irgendwie vielleicht ein bisschen Humor einbaust und das alles nicht mehr so schwer nimmst. Mhm. Und gut, da, das ist jetzt die Situation, da ist man schon bei euch gelandet oder bei einem Coach gelandet. Mhm. Jetzt wollte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Was kann man tun präventiv? Genau, oder auch Thema Kommunikation. Sagen wir mal, jemand hört zum Beispiel gerade auch diese, ist so, mein Gott, das fände ich so spannend. Mhm. Das will ich eigentlich unbedingt mal mit meiner Partnerin, mit meinem Partner probieren. Aber wie bringe ich dieses Thema auf? Nicht, dass sich jemand auf ein Schlipsgefühl treten will oder so. Mhm. Mein Gott, was? Du willst zu einer Paartherapie, zu einem Beziehungscoach? Denkst du, bei uns ist schon so viel im Eimer? Mhm. So, was wären da vielleicht so ganz gute Herangehensweisen? Ja, ich glaube, die einfachste oder der größte Hebel ist, das selbst anzufangen, also das einfach zu starten und zu sagen, alleine? Ja, und das zu sagen, mir ist das Thema wichtig, ich will verstehen, und ich glaube, das wissen eben auch viele Zuhörerinnen, vielleicht gar nicht, dass jeder Paartherapeut wird dich nicht abweisen, nur weil du jetzt alleine starten möchtest, sondern eher, es ist ein sehr klassisches Phänomen, was du da mitbekommst, dass viele dann auch alleine kommen und dann der Partner irgendwann merkt, okay, da ist ja irgendwie, lernen die da was oder lernt sie oder er was. Das finde ich ja spannend und natürlich redet man auch darüber dann zu Hause. Ich glaube, das senkt dann noch mal mehr die Hemmschwelle vielleicht für den Partner, der dann noch nicht an dem Punkt ist oder es nimmt dem anderen ja auch diesen Druck, wenn man sagt, hey, ich möchte das machen für mich. Ich möchte das für uns machen, aber nicht diesen Finger drauf, ich fange jetzt schon mal an, für uns das zu machen, sondern eher zu sagen. Oder noch schlimmer, du solltest das mal machen. Genau, das ist ja auch oft, ne, diese eine klasse so Vorwurf draus zu machen, genau. Ja. Du müsstest eigentlich mal hier was machen, damit unsere Beziehung besser ist. Und da fängt es ja schon an. Also alleine diese Reflexion dann zu tun, zu sagen, Moment mal, am Ende ist es ja nicht nur die Aufgabe des anderen, dass es hier besser läuft, sondern es fängt ja bei mir an. Und beide sind in der Verantwortung. So mit der Hemmschwelle anzufangen, ich meine, ihr habt jetzt eigentlich inmitten der Pandemie oder so in den Ausläufern der Pandemie gestartet, aber hast du das Gefühl, oder du hast ja auch gerade von deiner eigenen Erfahrung berichtet, ja. Hast du das Gefühl, jetzt in der Zeit, jetzt ist es ja schon fast 1,5 Jahre, haben die Leute dafür ein anderes Bewusstsein entwickelt, sich Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, sich mit so mentaler Gesundheit generell mehr auseinanderzusetzen? Ich glaube, dass die Pandemie das definitiv beschleunigt hat, digital Coaching oder digitales Angebot wahrzunehmen und auch eben im Mental Health Bereich da den Zugang zu nutzen, der angeboten wird. War ja irgendwie dann auch nur noch der Weg, wie du es konntest. Also es waren ja dann viele Therapeuten, die dann ganz schnell umsatteln musste oder die schnell sich irgendwie Zoom eingerichtet haben oder Teams, die ganzen Praxen, weil sie dann irgendwie, ja, wie sollte man sonst weiterhin Therapien? Und da super viele positive Beispiele gehört habe und was auch dann damals für mich es ist tatsächlich jetzt knapp ein Jahr her, dass ich angefangen habe mit Dearest dann damit zu starten. Und das war natürlich für mich auch nochmal ein bestärkendes Argument zu sagen, okay, das wird auf jeden Fall auch funktionieren. So. Und gerade in der Zielgruppe, so die Millennials, die wir eben jetzt ansprechen. Ich wollte fragen, was ist eure Zielgruppe? Ja, also tatsächlich startet unsere Zielgruppe oder starten unsere User mit, tatsächlich waren auch schon 18-Jährige bei uns oder Anfang 20-Jährige. Wow. Total beeindruckend. Diese jüngere Generation ist sowieso viel mehr auf Zack. Absolut und super beeindruckend. Einfach da auch gar nicht so das große Problem hatten, sondern war tatsächlich irgendwie in einer Partnerschaft 2-3 Jahre, hatten so ihre Fragen zu manchen Themen und wollten einfach mal präventiv eben was für ihre Beziehung tun. Ich glaube, diese Offenheit liegt der Generation und auch Richtung Gen Z gedacht. Als wir, ja. Ja, noch weiter in noch jünger gedacht. Glaube ich auch, ja. Liegt diesen Zielgruppen doch der Zugang zu sich selber doch mehr als doch dann, wenn du Richtung Ende 30, Anfang 40, 50 schaust, wo wir auch Ausschläge sehen in der Userbase sozusagen, aber tatsächlich bewegt sich das so von 18 bis Anfang, Mitte 30. Mhm. Ja. Du hast ja auch die App schon erwähnt. Jetzt so zum Ende hin wollte ich dich fragen, wo du so die Zukunft siehst für Dearest und was du dir auf jeden Fall auch wünschen würdest. Nicht nur für Dearest, sondern eben auch generell für das Thema so Beziehungscoaching.
starten wir damit. Also ich würde mir total wünschen, dass es gesellschaftsfähig ist, dass man ohne große Scham, also unser großes Thema ist ja eben auch so, make relationship problems, democratize them, so, ne? Don't make them too complex, too important, so. Also, dass wir das ganze Thema normalisieren. Das ist es am Ende. Das wäre ein großer Wunsch von mir, dass wir dazu beitragen, vor allen Dingen jetzt hier aus Deutschland heraus, da was in Bewegung setzen. Und für das Unternehmen würde ich mir wünschen, dass wir schaffen, da wirklich ein Unternehmen draus zu entwickeln und nicht nur in Beziehungsthemen oder Beziehungsqualität darüber abdecken können, sondern auch später andere Beziehungen, die wir haben. Wir haben ja Freundschaften auch noch oder wir haben Eltern-Kind-Beziehungen. Und da gibt es so viele Beziehungsqualitäten, die wir verbessern können, langfristig gedacht. Da würde ich mich sehr freuen drüber, wenn wir das schaffen, da ein Produkt oder Produkte zu entwickeln, die den Leuten wirklich und den Menschen wirklich helfen. Also eben auch für andere, nicht nur Liebesbeziehungen, genau. Sondern... Ja, auch weitergedacht in andere Beziehungsqualitäten gedacht, so würde ich das beschreiben. Also das wäre natürlich ein großer Wunsch für mich als jetzt Gründerin und Co-Founder und Geschäftsführerin. Und weil so gesellschaftlich einfach, dass das Thema ankommt und dass es ein präventiver Zugang wird, ohne dass man immer gleich sagen muss, okay, wir haben echt ein Riesenthema, wir müssen jetzt mal was tun. Oder dass wirklich viele so lange warten und sich trennen und nichts machen und unglücklich sind. Also, dass wir da einfach das schaffen, dieses Thema so zu normalisieren, dass es für jeden so normal wird wie... Porno schauen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wie Porno schauen. Also am Ende des Tages, dass das einfacher ist, das zu tun, darüber zu sprechen. Cool, ja, ich freue mich sehr drauf. Habe ich ja auch dir schon vorab öfter gesagt, ich finde die Idee ganz toll und ich bin richtig gespannt, was daraus wird. Und vielen Dank, Pony. Ja, ihr erfahrt alles über Dearest natürlich auch in den Shownotes, in der Beschreibung. Und ich freue mich, dass du hier warst. Danke für die Einladung nochmal, es war sehr schön. Vielen Dank, ciao.